Hi Leute, heute möchte ich mal auf Ängste, Selbstzweifel, die du vielleicht auch von dir selber kennst, drauf eingehen. Und es geht darum, wie du dahin kommst, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und dich entscheidest. Heute soll es eben wirklich um diese Entscheidung, um dieses Commitment zu sich selbst gehen. Und mir ist in letzter Zeit total häufig begegnet, ich kenne es auch eben von mir selber, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und merke, jetzt wird es ernst. Jetzt muss ich mich wirklich dazu entscheiden, ob ich mich zum Beispiel dafür entscheide, wirklich was für meine Gesundheit zu tun, mich um mich zu kümmern, für meine Freiheit zu tun, wirklich das Leben zu leben, was ich leben möchte, mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Freude, oder ob ich in diesen alten Mustern bleibe, was vielleicht ganz bequem ist und immer ganz, ja, es ist immer ganz leicht zu sagen, lassen wir es so und nichts zu verändern. Und wenn man dann vor so einer Entscheidung steht und dann wird es halt ernst und man muss sich da entscheiden, okay, vielleicht lege ich mich jetzt fest, fürs nächste Jahr an den Ort zu gehen, wo ich wirklich was verändere oder das Umfeld dementsprechend zu ändern oder die Schritte in eine Zusammenarbeit mit jemandem zu gehen. Und bei all diesen Schritten wird es dann ernst und man muss ich diese Ängste und Selbstzweifel mal anschauen. Oder das heißt auch nur der erste Schritt, einfach mal zu einem Yogakurs hinzugehen, irgendwelche Körperübungen zu machen, sich dazu committen, das wirklich zu machen. Und häufig hat man dann diese Ängste, dass man merkt, okay, oh, jetzt kommt es an den Punkt, wo du was verändern musst. So, dann hat man diese Angst, was verändern zu müssen. Diese Angst, wenn Selbstzweifel hochkommen und man merkt, okay, jetzt muss ich aus meiner Komfortzone rausgehen. Jetzt muss ich mich meinen Ängsten stellen. Wenn ich diese Entscheidung treffe, dann muss ich mich diesen Ängsten stellen. Ich hatte auch mal jemanden beim Fasten zum Beispiel dabei und da war es auch häufig so, wo es dann irgendwie da ranging und ernst wurde, und es hat noch nicht mal richtig begonnen gehabt, dann so unterbewusst kommen diese Ängste, die dann einen wieder zurückhalten wollen, und man merkt so, oh, nee, ich will vielleicht doch nicht, vielleicht passiert dann wirklich was, und dann werde ich mit meiner Angst konfrontiert. Aber wenn du ehrlich zu dir selber bist, diese Angst, vorher macht man sich das so viel Gedanken, und man zerdenkt es dann, aber diese Ängste, das ist häufig so, wie wenn du in einem dunklen Raum bist und du denkst, oh, in diesem dunklen Eck, du weißt nicht, was da ist und du traust dich nicht, da hinzugehen, du hast totale Angst davor. Und im Grunde schaltest du das Licht an und du merkst, okay, da ist einfach nichts. Es ist das Gleiche wie tagsüber. Und bei diesen Ängsten gilt es halt wirklich mal, eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn du auch nicht dieses Commitment gibst, und dich zum Beispiel einfach in diese Situation dann reinschmeißt, einfach sagst, du machst es jetzt, dann wirst du da nie die Entwicklung machen können. Erst wenn du dir gegenüber selber dieses Commitment gegeben hast, wirst du dich diesen Ängsten stellen können und dann merkst du, dass es meistens gar nicht so schlimm ist. Und wenn du das aber dann regelmäßig machst, dann kann sich dein Leben komplett drehen, dann kann sich dein Leben komplett wandeln. Und du kommst einfach immer mehr in die Lebensfreude, du bist nicht mehr dominiert von Ängsten. Und wenn du einen Schritt aus Angst machst, ist es halt immer nur ein halber Schritt. Und du solltest dich halt wirklich fragen, auch wenn du vor so einer Entscheidung stehst, vielleicht kennst du selber die Situation, zum Beispiel auch gesundheitlich, weil das ja hier ein großes Thema ist auf dem Kanal, so wirklich mal zu dauerhafter Gesundheit zu kommen für dich selbst. Wie oft hast du es rausgeschoben, deine Ernährung umzustellen? Wie oft hast du es hinausgezögert, wirklich mal was Gutes für dich zu tun, für deinen Körper, für dein inneres Wohlbefinden? Weil was bringt es dir am Ende, wenn du irgendwo in einer schönen Umgebung hockst,
dich vielleicht irgendwie kaputt gearbeitet hast, aber dann ja depressiv und deprimiert, weil du dich nie um deinen inneren Zustand gekümmert hast, in irgendeiner Villa hockst. Ist nicht schlecht, in einer Villa zu hocken, kann man machen. Ist ja ganz schön und nett. Aber wenn deine innere Situation nicht stimmt, dann kannst du hier nichts genießen, dann kannst du ja, dann hast du keine Freude mehr in deinem Leben. Und oft schiebt man es dann immer wieder weg. Und ja, frag dich mal, wann wolltest du das letzte Mal sowas umstellen, wie zum Beispiel die Ernährung? Endlich mal zu irgendeinem Kurs hingehen, Yoga machen, sonst was. Aber hier ein Telefonat ausmachen, wenn du möchtest, dann können wir auch schauen, wie du da hinkommst. Wann war das letzte Mal? Und eigentlich, frag dich mal, wo du heute gestanden wärst, hättest du damals schon den Weg begonnen. Wie stabil du emotional wärst, wie ausgeglichen, wie viel Energie du hättest, einfach mehr Energie und ausgeglichen zu sein. Und da ist es dann auch egal, was mal im Äußeren kommt. Da können Sachen wegfallen, da kann sonst was sein. Das Leben verändert sich immer, das Leben ist ständige Veränderung. Wir sind alle hier gekommen, ohne was und gehen ohne was. Und wenn du halt die Leute auf dem Sterbebett fragst, sind es nicht die Dinge, die sie bereuen, die sie getan haben, sondern die sie nicht getan haben. Und das sollte man sich wirklich fragen, so, ey, warum lebt man jetzt nicht das Leben, was man leben möchte? Es könnte wirklich morgen vorbei sein. Und ich wünsche es dir nicht, aber ich kenne Menschen, so, die hatten auch im Umfeld meine ich, Fälle, wo einfach Bruder, Schwester, Eltern gestorben sind und es nicht plötzlich nicht total erwartet, irgendwie mit 80, 90 und das hat sich schon in die Richtung entwickelt, sondern halt plötzlich irgendwie mit 20 und das kann dann einfach vorbei sein. Mit 50. So vorher noch kerngesund, noch Hallo gesagt am Tag vorher. Und dann gehst du auch mit einer ganz anderen Dankbarkeit durchs Leben, wenn du dir dem immer bewusst bist und wenn du eine Entscheidung triffst, dann solltest du dir wirklich überlegen, okay, den Mut zusammenfassen und überlegen, okay, handelst du jetzt wieder nur aus Angst? Lässt du dich von deinen Ängsten bestimmen? Oder lässt du dich davon bestimmen, was eigentlich möglich ist, was du wirklich leben möchtest? Und wenn du dieses Gefühl kennst, dass du manchmal denkst, nicht richtig du selbst zu sein, nicht das zu leben, was du wirklich möchtest, dann ist so eine Entscheidung, die du triffst, unglaublich wichtig, dass du dann nicht auf deine Ängste hörst, sondern auf das, was du wirklich möchtest. Weil die Ängste, die sind meistens wirklich nur, in 99% der Fällen treffen sie erstmal nicht ein. Und selbst wenn sie eintreffen, es kann immer irgendwas passieren, wie gesagt. Vielleicht passiert morgen ein Unfall und dann ist alles, was du jemals machen wolltest, denkst du dir so, warum habe ich es nicht gemacht? Ist doch völlig egal, morgen könnte es vorbei sein. So, dieses Leben einerseits eben so zu führen, als wäre heute wirklich der letzte Tag. Und damit meine ich nicht mit, du sollst dich jetzt zuschütten und irgendwie eine Schnapsflasche holen, sondern eben dieses, heute könnte der letzte Tag sein, mach's einfach, dann brauchst du keine Angst mehr haben, dann kannst du auch ohne Alkohol einfach das machen, was du machen möchtest, weil dir das bewusst ist, weil du das Bewusstsein dafür hast und du dich dann deinen Ängsten stellen kannst, aus deiner Komfortzone rausgehen kannst. Und nur wenn du da mal aus deiner Komfortzone gehst, dann wirst du halt auch lebendig. Das ist das, wie es Leben ist. Das ist das, was dich erwarten kann. Und das ist das Wunderschöne. Es mag vielleicht ganz bequem sein, auf deiner Couch und Chips zu essen und sich einen schönen Film anzuschauen. Ja. Aber wenn du mal rausgehst und das Leben wirklich lebst, dann merkst du, dass das einfach noch viel, viel spannender ist. Wenn du rausgehst in die Natur, in die Welt hinaus, das Leben entdeckst, von einem Wasserfall springst, egal was, du spürst das Leben. Natürlich mag das mal so eine Überwindung kosten, von einem Wasserfall zu springen, rauszugehen in die Natur, aber es macht dich letztendlich frei und du machst das, was
was du möchtest, wenn du aus deiner Komfortzone kommst. Und deine Komfortzone dehnt sich einfach aus. Die ganze Welt wird deine Komfortzone. Du fühlst dich überall wohl, du fühlst dich wohl. Wenn du irgendwo in einer Gruppe stehst, wenn du irgendwo durch die Straßen gehst, egal wo. Diese Ängste sind immer weniger dann präsent, umso mehr du dich jetzt dazu entscheidest, dich dem zu stellen. Und wenn du dann denkst, ja, der richtige Zeitpunkt, wie gesagt, kommt dann irgendwann, jetzt ist vielleicht schlecht und dann kommen wieder diese Zweifel und man redet sich da wieder ein, vielleicht starte ich doch lieber übermorgen. Nee, der beste Zeitpunkt zu starten wäre eigentlich vor einem Jahr wahrscheinlich gewesen, wo du schon, ja, viele kennen es ja sogar, selbst wenn die ersten Symptome gesundheitlich kommen, dass sie sich dann trotzdem noch nicht bewegen, weil man dann doch wieder in diese gemütliche Komfortzone reinfällt. Aber Freiheit bedeutet auch, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt. Und da beginnt eigentlich die Freiheit, wo man sich von Abhängigkeiten löst und wirklich das Leben lebt, was man leben möchte. Die Gesundheit entwickelt, die man erleben möchte, die Energie und die Lebensfreude entwickelt, die man entwickeln möchte. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich jedem auf der Welt. Und wenn du das angehen möchtest, kannst du gerne auch mal mit mir sprechen, da aus deiner Komfortzone rausgehen. Unten drunter ist ein Link unter dem Video oder neben dem Video. Und dann können wir auch mal jetzt deine Situation anschauen und schauen, was wir da gegebenenfalls machen können. Und wie du da zu mehr Gesundheit, zu mehr Energie und Ausgeglichenheit kommst. Ja, und das wollte ich heute einfach mal loswerden, wirklich. Wenn du diese Selbstzweifel und diese Ängste kennst, dann kommentier gerne mal unter dem Video. Und dann bin ich gespannt, was du da für Ängste hast, was dich oft aufhält, zu handeln. Teil das sehr gerne, dass wir uns da gegenseitig unterstützen können, dass andere motiviert sind und wissen, hey, okay, das hat dir geholfen. Da hat es jetzt auch bei mir Klick gemacht, okay, das will ich jetzt auch mal umsetzen. Und das könnte mir bestimmt auch weiterhelfen, dieser Gedanke. Dieser Gedanke zum Beispiel, hey, morgen könnte es vorbei sein. Wie gesagt, ich wünsche es dir nicht, aber wie würdest du dein Leben heute leben, wenn du weißt, okay, ich weiß nicht, wie es morgen ausschaut. Warum lebst du nicht die Dinge, die du wirklich leben möchtest? Und damit möchte ich dir noch einen schönen Tag heute wünschen und mach's gut. Bis dann. Ciao.